geilste Regionalliga Deutschlands. Nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Und damit starten wir rein in dieses Spiel um den Abstiegskampf. Aalen in Rot von rechts nach links. Düsseldorf komplett in Blau von links nach rechts. Viele Punkte zu vergeben, aber 6 Punkte nach 9 Spielen sind natürlich ein Armutszeugnis. Erste Offensivaktion. Der Abschluss von Yannick Debre. Botzek steht da mit Minwoo Kim. Botzek, aber der gutes Stück drüber. Oh, Debra gut nachgesetzt, hat den Ball nochmal. Schickt jetzt Tankulic und dann steht Coleman aber im Abseits. Das war dann ein Pass zu viel, eigentlich gut rausgespielt hier. Tankulic perfekt in Szene gesetzt und Coleman dann einen Schritt zu weit vorne. Die Fahne war sofort oben und somit scheitert das erste Tor seit über 300 Minuten für Rot-Weiß Aalen am Schiedsrichterassistenten. Wichtiger Teil da des Aufbauspiels. Boah. Hat da Einsatzvorteil aber laufen gelassen und nimm jetzt alleine vom Kasten. Nimm jetzt 1:0 für Fortuna Düsseldorf. Schiedsrichter Schöne Seifen lässt Vorteil laufen und Jonas Nimm jetzt bestraft das schläfrige Abwehrverhalten der Aalener sofort. Gutes Auge da vom Spielleiter. Und schauen wir nochmal drauf. Das Einsteigen war klar und dann irgendwie alle pennen so ein bisschen hier mit seinen angesprochenen Tempovorteilen. Lässt sich dann nicht bitten und nutzt seine erste echte Chance direkt zum Führungstreffer und verpasst damit den Gastgebern einen Nackenschlag. Wir schauen nochmal drauf hier in der Rückwärtsbewegung. Das Einsteigen, ja, deutlich. Also es wäre ein klares Foul gewesen hier an King Manu. Und was für ein trockener Abschluss von Tim Oberdorf, der das kurze Aufbäumen direkt wieder erstarren lässt. Und Fortuna Düsseldorf erhöht in der 63. Spielminute auf 2:0. Das sah eigentlich gar nicht so gefährlich aus, aber irgendwie hat keiner Bock, den Fortun zu verteidigen. Und dann macht er den einfach aus dem Stand fast in den Winkel. Spielen. Also irgendwie, was die Innenverteidigung der Aalener da aktuell macht, auch mit einem Mann weniger, das muss man mir bitte erklären. Und wieder wird Nehmen jetzt auf die Reise geschickt. Nehmen jetzt alleine überspielt Brüseke und Jonas Niemetz erhöht auf 3:0 für die Gäste von Fortuna Düsseldorf. Luka Tankulic sucht jetzt den Disput mit dem Linienrichter hier. Der wollte dann Foul gesehen haben. Schauen wir uns das Tor erstmal nochmal an. Niemetz, ja, also so abgeklärt wäre ich auch gerne, wenn ich auf der Arbeit bin. Jetzt gibt es ein paar unschöne Sprechchöre hier von der Tribüne. Finde ich nicht fair, muss ich ganz klar sagen. Schiedsrichter macht eine ganz normale Partie hier. Und ein Foul war das da gerade auch nicht, meiner Meinung nach. Robin Bird tritt nochmal drauf, nimmt Botzek mit. Guter Ball auf Skolik, Ball läuft. Brachmann, oh Gott. Und dann schießt er den sogar noch über die Kiste. Zusammenspiel da eigentlich gut und Skolik kann sich dann aussuchen, wie er den Brechmann hinlegt und der hat dann Pech, dass der Ball noch einmal aufspringt und dann ist es ein schönes Field Goal. Und um 18 Uhr gibt es ja dann noch den Abschluss für diesen Spieltag.
Die zweite Mannschaft des FC Köln empfängt Wegberg Beek. Und Jona Niem jetzt nochmal nimmt Skolik mit. Und Skolik macht den Deckel drauf. 4:0 für Fortuna Düsseldorf. Verabschiedet man sich hier aus dem Versestadion mit einer ganz leichten Vorstellung und einem ganz leichten Sack aus 3 Punkten. Robin Brüseke hat die Faxen schon lange dicke und macht seinen Jungs da nochmal eine klare Ansage. Vielleicht man hier dann eben in Überzahl kommt und den Ball nur rüberschieben muss. Das ist dann schon ein bisschen traurig für alle, die es mit Rot-Weiß Aalen halten und sich langsam zurechtfindet. Bei Fortuna zurechtgefunden hat sich Rot-Weiß Aalen heute gar nicht und wird mit 4:0 abgewatscht. Fortuna Düsseldorf holt wichtige 3 Punkte im Tabellenkeller. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt's ein ganz tolles neues Video von uns und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja.